Selzer TV wird unterstützt von der Tanzbar Wechselschritt, der Stadt Geseke, dem Schuhhaus Zehanschuk, der Firma MEG, der Dienstleistungsgruppe Salzkotten, der Bäckerei Lange und der Volksbank Büren Salzkotten. Freude schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium, wir betreten feuertrunken, himmlische dein Heiligtum. Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Die bei Schiller im Zentrum stehende Freude, emporgehoben als Tochter aus Elysium, also von göttlicher Herkunft, beschreibt treffend, wie glückselig wir doch alle sind, dass wir uns heute nach zwei langen Jahren des Wartens wieder beim Neujahrskonzert 2023 in der Selzerhalle begegnen und miteinander auf das neue Jahr anstoßen dürfen. Und da freue ich mich, dass ich Sie zusammen mit meinem Stellvertreter Norbert Menke hier herzlich begrüßen darf, dass Sie so zahlreich in die festlich geschmückte Selzerhalle gekommen sind. Und ich wünsche Ihnen ein vor allen Dingen gesundes und friedliches neues Jahr 2023. Und diese Selzerhalle erscheint bei jedem Anlass irgendwie in einem anderen Gewand. Bis vor wenigen Tagen war sie über viele Monate für mehrere tausend Menschen aus dem ganzen Kreisgebiet Anlaufstelle zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Am 15. Dezember 2022 wurde das Impfzentrum nun geschlossen, sodass jetzt hier wieder die traditionellen Veranstaltungen stattfinden können. Den Flyer vom Winterwall hat mir Christian auch gerade schon in die Hände gedrückt. Vielen Dank an dieser Stelle im Namen der Stadt Salzburg und ich glaube auch im Namen des Kreises Paderborn an den Hallenbauverein, allen voran Rudolf Käuper, dass ihr die Selzerhalle fast zwei Jahre als Impfzentrum zur Verfügung gestellt habt und dabei auf traditionelle Feste verzichtet habt oder ein Schützenfest, wie wir es auf dem Dorf kennen, auch in der Kernstadt mal im Zelt stattfinden musste. Wir haben 2022 das Jahr der Jubiläen gehabt. Wir feierten nicht nur 850 Jahre Marienwallfahrt, wir hatten auch das 25-jährige Jubiläum unseres Polizeimuseums und wir haben natürlich auch den 775. Geburtstag unserer Stadt gefeiert. Wir haben uns auf eine Art Entdeckungsreise begeben, wir haben eine kleine Veranstaltung gemacht, wir haben auch etwas Bleibendes gemacht. Wir haben zwei Bücher herausgegeben, die Sie sicherlich alle schon in Ihrem Schrank stehen haben. Wenn nicht, ab Montag 7.30 Uhr steht das Bürgerbüro für Sie dann auch zur Verfügung. Die Festzeitschrift Stadtgespräch, 775 Jahre. Und das Anekdotenheft, wo der ein oder andere auch eine Geschichte beigetragen hat, was in Salzburg denn so gewesen ist. Eine tolle Erinnerung, nicht hier in der Selzerhalle, aber die Generalprobe für das Schützenfest im Zelt war unser Stadtschützenfest, was wir als erstes Stadtschützenfest dann im Mai stattfinden lassen konnten. Wir erstmalig dann auch eine Stadtkönigin ausgeschossen haben. Stellvertretend darf ich der St. Johanner Schützenbruderschaft ganz herzlich Danke sagen für die Hilfestellung. Stellvertretend Brudermeister Conny Möller, dem ich schon die Hand geschüttelt hat, und dem Oberst Matthias Sonne Kemper. Wenn wir bei den Jubiläen sind, dann ist, glaube ich, auch eine Besonderheit bei der Stadt Salzkotten, dass wir insgesamt 6 Städtepartnerschaften haben. 4 mit der Kernstadt und 2 in Ortsteilen Schamede und Ferla. Und auch hier haben wir einige Jubiläum zu feiern gehabt. 2021 feierten Belleville und Salzkotten 30 Jahre Städtepartnerschaft. 2022 gab es gleich 2 Jubiläen. Salzkotten verbindet eine enge Freundschaft zur österreichischen Gemeinde Seefeld in Tirol. Diese Partnerschaft hat jetzt schon 25 Jahre Bestand. Und Ferla und Catenille-Binet in der Normandie gingen im vergangenen Jahr 40 Jahre Seit an Seit. In diesem Jahr gibt es ein weiteres Jubiläum. Schamede und Chédezy-Laforêt feiern das 50-jährige Städtepartnerschaftsjubiläum und die Partnerschaft mit Brüssow in der Uckermark, da feiern wir im kommenden Jahr das 30-jährige Jubiläum. Ich weiß gar nicht, ob ich noch Zeit habe, im Rathaus zu verbringen 2023, wenn ich diese ganzen Jubiläen dann auch noch mit begehen möchte. Die jüngste Städtepartnerschaft hat kein Jubiläum. Die feiert erst nächstes Jahr das 15-jährige Jubiläum. Das ist die Städtepartnerschaft mit Bystrice-Potosnim in der Tschechei. Die machen aber immer so verrückte Sachen. Da darf man schon ganz herzlich einladen. Eine Woche nach dem Marathon, der am 4.6.2023 stattfindet, Anmeldung unter www.salzkotten-marathon.de ab sofort möglich nach meiner Rede. Die machen eine Woche nachher nämlich einen 80-Stunden-Lauf nach Bystrice. Da bin ich schon gespannt, wie das Ganze funktioniert. Und ich bin sehr dankbar, dass wir für jede Städtepartnerschaft auch einen Motor haben, ein Partnerschaftskomitee, die sich darum kümmern, dass wir in Frankreich, Österreich, Tschechien
und in der Uckermark seit vielen, vielen Jahren Freude haben. Bei Freude denke ich gleich an die Stadtfeste, denn die konnten wir 2022 auch wieder alle durchführen. Und standesgemäß und traditionsgemäß macht der Auftakt dann das Selzerfest. Und in diesem Selzerfest konnten wir nicht nur zahlreiche Besucherinnen und Besucher aus nah und fern begrüßen, sondern auch neue Mitbürgerinnen und Mitbürger. Die Alltagsmenschen von Laura und Christel Echner. Und bei der Begrüßung sagte der eine oder andere heute Abend noch, wie schön das ist, dass man jetzt diese Betonfiguren auch im Stadtbild sieht. Das ist der überwiegende Teil. Sicherlich gibt es auch den einen oder anderen, der sagt, was soll das denn, muss das denn so sein? Aber das Schöne ist, dass wir den ersten Satz an Alltagsmenschen, den wir am 1. Mai dann auch enthüllen konnten, geschenkt bekommen haben. Geschenkt von einer wohltätigen, großzügigen Stifterin, Gabriele Diermann-Wehrmann, gebürtig aus Salzkotten, die eigentlich heute Abend noch hätte hier sein sollen, sich heute aber mit Grippe, wie so der eine oder andere, abgemeldet hat. Und von daher ein herzliches Dankeschön und herzliche Genesungswünsche, denn nicht nur die Alltagsmenschen dürfen wir verdanken, sondern auch der Verein Altenwohnheime hat eine großzügige Spendung bekommen, nämlich das Elternhaus ist gespendet worden und wird jetzt zum Hans- und Thea Diermann-Haus umgebaut und angebaut. Auch da, lieber Conny Möller als erster Vorsitzender, glaube ich, hat sie Großartiges geleistet. Dann haben wir festgestellt, als wir die neuen Einwohnerzahlen bekommen haben, dass wir wachsen. Und dann müssen natürlich auch die Alltagsmenschen wachsen. Und wir haben den einen oder anderen dann auch mal gefragt und der ein oder andere hat dann gesagt, ja, das könnte ich mir vorstellen. Und so können wir zum Lucia-Fest noch 6 weitere Zugezogene in Salzkotten begrüßen. Die Initialzündung kam von Frau Beermann, aber wir konnten weitere 6 Figuren aus Spendengeldern und aus Fördermitteln aufstellen. Herzlichen Dank dafür an dieser Stelle an die Eheleute Heidemarie und Heinrich Müller, die ich auch schon begrüßen durfte, für die Schwimmerin an der Heder. Herzlichen Dank an die Volksbank Büren-Salzkotten für den Mann auf der Volksbank, der jetzt gar nicht mehr so böse aussieht, wie er aussah, als er noch die schwarze Kapuze für einen Tag umhatte. Ich selber, als ich zur vorgerückter Schule beim Marktplatz gegangen bin, mir etwas zusammengezuckt, welche Gestalt denn da vor der Bank sitzt. Aber herzlichen Dank, ich glaube, es ist die passende Gestalt in der Volksbank. Vielen Dank an die Bürgerstiftung für die Marktmenschen und auch an das Land NRW, die aus dem Programm Zukunft Innenstadt Nordrhein-Westfalen die Figuren vor der Stadtbibliothek gefördert haben. Jetzt haben wir inzwischen 25 Alltagsmenschen und einen Hund, die zum Stehenbleiben, Schmunzeln, Fotografieren, zum Anfassen oder auch zum Entwenden der Angel einladen. Wer jetzt noch sagt, unter den Anwesenden ist ja super, aber der eine oder andere fehlt noch. Und ich wäre auch ganz gerne bereit, da etwas in den Topf zu werfen. Wir haben ja noch nach dem Konzert und in der Pause die Gelegenheit, sprechen Sie ruhig gerne an. Ich schreibe es mir dann auf und melde mich wieder. Wir haben dann zwischen dem Selzerfest und dem Lucia-Fest uns bei zahlreichen Gelegenheiten getroffen. Es war einfach herrlich zu sehen, dass vieles wieder möglich war, was einfach in den vergangenen Jahren nicht möglich war. Dinner in Weiß, Donnerstags in Hederautfest oder auch der Martini-Markt. Und wir machen diese Stadtfeste natürlich, um zu feiern, auf der anderen Seite aber auch, um unseren Einzelhandel zu stärken, der schwere Jahre hinter sich hatte und auch immer noch hat. Die Umsätze sind schwierig zu generieren. Amazon und sonstige Dinge haben viel Marktanteil weggenommen. Wer mit aufmerksamen Augen durch die Innenstadt geht, wird feststellen, dass der ein oder andere Leerstand mit dazugekommen ist. Und von daher bin ich sehr dankbar, dass die beiden den Haushalt mittragenden Fraktionen im Stadtrat, im Vorstand der Verwaltung gefolgt sind und Stellenanteile für das Innenstadtmanagement genehmigt haben. Worauf wir auch lange warten mussten, nämlich 3 lange Jahre lang, bis er dann im Juli 2022 mit seinem blauen VW Beetle zu Dreckburg gekommen ist, war Mark Forster. Wir durften 2 fulminante Konzerte mit 10.000 Menschen an 2 Tagen sehen. Ich konnte leider nur ein Konzert sehen und hören am 2. Tag, meinte, meinen Teststreifen einen 2. Strich haben zu müssen, aber man hatte mir gesagt, auch der 2. Tag sei sehr schön gewesen. Da das Ganze so gut lief, haben wir uns entschieden, auch in 2023 wieder ein Konzert durchzuführen. Nico Santos kommt am 1. August zur Dreckburg und auch da werden wir vor ausverkauftem Haus spielen. Wir brauchen Innovationskraft, wir brauchen Dinge, die etwas und Personen, die etwas bewegen. Und wir haben auch eine Institution inzwischen seit gut 2 Jahren im Stadtgebiet von Salzkotten, das ist unser Heder Lab im alten Postamt. Eine Ideenschmiede und Sammelstelle für Unternehmen und für die, die es werden wollen. Und auch dieses Projekt wäre nicht ohne die unterstützende Hilfe von Unternehmerinnen und Unternehmern
möglich, dass es unseren Unternehmen auch in schwierigen Zeiten nicht so schlecht geht wie vielleicht anderen, sieht man daran, dass auch die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten gestiegen ist. Wir haben inzwischen 8.300 Beschäftigte, das ist der absolute Höchststand trotz Corona. Wenn ich sehe, vor 10 Jahren hatten wir noch 6.600, da sind also rund 1.700 Beschäftigte mehr. Das zeigt sich auch in den Gewerbesteuereinnahmen, dankenswerterweise. Ich komme auf das Eingangsstatement zu größeren Kostenblöcken zurück. Wir konnten im vergangenen Jahr über 16 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen verbuchen. Das zeigt, dass unsere Unternehmen auch Wirtschaftsmotor in schwierigen Zeiten sind und damit Sicherheit für die Bevölkerung und für die Menschen in unserer Stadt bieten. Wir haben natürlich einen Wermutstropfen, wenn man das so sagen darf. Wir sind seit 2023, also seit ein paar Tagen, eine sogenannte abundante Kommune und erhalten keine Schlüsselzuweisung mehr vom Land, sondern müssen uns aus eigener Kraft finanzieren. Das wäre vielleicht auch mal ein Hinweis für die Großstädte im Westen von Nordrhein-Westfalen, das als Ansatz zu machen, dass man das vielleicht auch mal hinbekommt. Ebenfalls sehr erfreulich ist es, dass wir in unserem Kernhaushalt keine Zinsen für Kredite mehr zahlen müssen. Geld, das man für Zinsen ausgibt, kann man nicht mehr für andere Dinge ausgeben. Wir sind also jetzt so weit, dass wir 0 Euro an Zinsen für Kredite zahlen müssen. Und mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 43 Euro pro Person sind wir auf historischem Tiefstand und damit negativer oder positiver, je nachdem, wie wir es sehen wollen, Spitzenreiter im Kreis Paderborn oder auch in Nordrhein-Westfalen sind wir relativ weit vorne. Wir haben steigende Einwohnerzahlen. Die uns jetzt auf dem Weg zum Mittelzentrum begleiten. Wir haben dadurch neue Anforderungen und Herausforderungen für Politik und Verwaltung. Wir bekommen neue Aufgaben, aber leider nicht die finanziellen Mittel von Bund und Land. So befinden wir uns in diesem Jahr und ich sagte eben nicht in den Kopf in den Sand stecken. Das sind, glaube ich, gute Botschaften, die ich Ihnen heute Abend hier bringen kann für unsere Stadt. Aber wir befinden uns in unplanbaren Zeiten. Egal ob Pandemie oder Ukraine-Krieg, wir wissen nicht, wo es sich finanziell hinentwickelt und so haben wir ein Corona- und kriegsaufwandsbereinigtes Defizit in diesem Haushaltsjahr von rund 4 Millionen Euro. Eine unheimlich große Zahl. Aber nicht nur der Stadthaushalt ist angespannt, sondern bei jedem von uns hier kneift es, wenn wir ins Portemonnaie gucken. Und von daher bin ich auch sehr dankbar, dass, und hier muss ich wieder sagen, die zwei den Haushalt mittragenden Fraktionen im Rat sich dafür ausgesprochen haben, die Steuern nicht anzuheben. Inflation, hohe Energiekosten, steigende Kosten für den Lebensunterhalt, das sind die Schlagworte, die den Bürgerinnen und Bürgern und auch unseren Unternehmen Sorge bereiten. Wir wollen diese nicht durch Steuererhöhungen zusätzlich belasten. Dieses ist möglich, weil wir in den vergangenen guten Jahren durch eine verantwortungsbewusste Finanzpolitik entsprechende Rücklagen aufbauen konnten, die wir jetzt in turbulenten Zeiten zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger einsetzen können. Wir müssen uns um Belange sorgen, die uns jahrelang nicht mehr berührten. Das Geräusch von unterschiedlichen Probealarmen kenne ich eigentlich nur aus meiner Kindheit. Die Gas- und Energiekrise schüren neue Ängste. Notfallpläne, Empfehlungen, wie wir uns als Bevölkerung im Notfall verhalten sollen, das begleitet uns derzeit und wird uns wahrscheinlich auch noch länger begleiten. Wir möchten unsere grundsätzlichen Standards soweit möglich wahren und die soziale Sicherheit stärken. Das gilt sowohl im Bereich des Arbeitsalltages als auch für soziale Angebote. Das gilt aber auch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, auch im Umgang mit zugewanderten Menschen. In den Salzgotten muss man wirklich sagen, da kann ich den Hut davor ziehen, da ist diese Bereitschaft riesengroß. Das zeigt sich sicherlich auch jetzt bei der Ukraine-Hilfe. Wir haben gut 400 ukrainische Flüchtlinge im Moment in Salzgotten, die derzeit alle in privaten Unterkünften untergebracht sind. Und ein ganz großes Dank an die Bürgerinnen und Bürger, die sich spontan bereit erklärt haben, Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Auch ein herzliches Dankeschön für die große Spendenbereitschaft. Denn wir haben dann zusammen mit der Bürgerstiftung, darf ich Dr. Manfred Werner als Vorsitzenden ganz herzlich begrüßen, ein Spendenkonto ins Leben gerufen, da wird er gleich noch etwas zu sagen. Und es ist eine enorme Summe zustande gekommen, ich glaube fast 90.000 Euro, die gespendet worden sind. Und an dieser Stelle möchte ich auch die Gelegenheit nutzen, ganz herzlich Danke zu sagen
ein Team der Speisenkammer, die, glaube ich, jetzt das Dreifache an bedürftigen Menschen haben, die immer hin und her ziehen, weil die Räumlichkeiten entweder anders genutzt werden oder viel zu klein sind. Ein herzliches Dankeschön an die Speisenkammer. Ihr leistet wirklich einen tollen Job. Die Bürgermeisterkette, die der Bürgermeister, die Bürgermeisterin tragen darf, ziert nicht ohne Grund den Händedruck der Selzer und den lateinischen Spruch "Gemeinsam sind wir stark". Ich glaube, wir haben in Salzburg viele soziale Einrichtungen, die unsere Gesellschaft bereichern. Und dazu zählt sicherlich auch das Mutterhaus der Franziskanerin, die heute, ich glaube, so zahlreich wie noch nie da sind. Ich habe Schwester Hildrud gesehen, Schwester Birgit, Schwester Mechthilde, Schwester Carola, Schwester Raffaella, Schwester Waldraute, Clarissen habe ich gesehen, jemand aus Rumänien habe ich gesehen. Bestimmt viele vergessen, aber es ist schön, dass ihr euch nicht hinter die Klostermauern begibt, sondern die Klostermauern jeden Teil öffnet mit eurem geistlichen Zentrum Franziskus, was im Jahr 2022, im vergangenen Jahr, geöffnet worden ist. Ihr habt ein weiteres großes Projekt, das Tauhaus, was in diesem Jahr hoffentlich auch dann startet. Und man hört auch wieder Kinder lachen hinter Klostermauern, denn das Kinderhaus Kleine Freude hat vor 5 Tagen die Pforten geöffnet. Und als intergenerative Kindertagesstätte bereichert es das entsprechende Angebot. Und stellvertretend für alle Aktiven möchte ich mich in diesem Jahr an dieser Stelle bei den Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr bedanken, die gerade zwischen den Jahren nicht nur in Verla, sondern an verschiedenen anderen Stellen auch im Dauereinsatz waren. Wenn ich dann aber lese und sehe, dass diese Einsatzkräfte, die 12 Monate lang im Jahr, 24 Stunden am Tag, ihr Leben riskieren, um unseres zu schützen, wenn ich dann sehe, dass diese Einsatzkräfte von, und ich habe das passende Wort gesucht, ich habe es nicht gefunden, entschuldigt mich dafür, wenn diese Einsatzkräfte dann von Idioten angegriffen werden, dann fehlt mir dafür jegliches Verständnis, da dürfen wir auch keine Toleranz zeigen. Wie wichtig es ist, die Werte unserer Gesellschaft bereits so früh wie möglich zu vermitteln, als die Ausübung eines Ehrenamtes, sei es in Musikvereinen, sei es in Sportvereinen, sei es bei der Feuerwehr, genau die richtige Grundlage, dass man die Werte, die unsere Gesellschaft zusammenhält, dann auch vermittelt bekommt. Denn ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, keine Feuerwerkskörper auf Einsatzkräfte abfeuern oder das Kühlhaus einer Tafel sabotieren, wie in Bielefeld geschehen. Wenn ich jetzt bei den Infrastruktureinrichtungen weitergehe und auf das vergangene Jahr schaue, dann fällt mir sicherlich das VfB-Stadion ein, was wir jetzt mit einem Kunstrasenplatz ausgestattet haben. Frank Baumann als erster Vorsitzender ist auch mit dabei, mit einer großen Eigenleistung, mit finanzieller Unterstützung vom Land Nordrhein-Westfalen von der Stadt Salzburg ist etwas Tolles entstanden. Das ist der zweite Kunstrasenplatz. Den ersten konnten wir vor nicht allzu langer Zeit auch in Upsprunge einweihen. Da habe ich Harald Laufs gesehen als ersten Vorsitzenden. Die Allzweckwaffe vom SV Reda von Upsprunge, Wolfgang Ecker, ist auch hier unter uns. Auch das sind 2 Vorzeigeprojekte. Wenn ich mir das VfB-Stadion anschaue und etwas weiter blicke, haben wir unsere Gesamtschule in unmittelbarer Nähe. Das Stadion wird auch von der Gesamtschule genutzt. Im vergangenen Jahr konnten wir das 10-jährige Jubiläum der Gesamtschule feiern. Wir haben seitdem als Schulträger knapp 15 Millionen Euro investiert in den Standort. Das ist, glaube ich, gut investiertes Geld für die Bildung unserer Kinder. Nicht ganz so viel investieren wir auf dem Marktplatz. Da sind wir etwas weiter als Giesecke. Ihr werdet den ersten Spatenstich noch machen für euer neues Rathaus. Wir haben den Ersatzbau inzwischen fertiggestellt. Wir sind jetzt bei der Sanierung des roten Rathauses. Und ich hoffe, dass wir heute in einem Jahr von hier oben berichten können, wie die ersten Tage im neuen alten Rathaus so gewesen sind. Denn wir wollen es in diesem Jahr entsprechend fertigstellen, dass die Baustelle dann auch wieder weg ist. Wir sparen jetzt durch die energetische Sanierung jährlich allein beim Rathaus rund 20.000 Tonnen CO2 ein. Ich glaube, das lohnt sich dann auch, dass man Geld in die Hand nimmt. Gerade das Thema Klimaschutz wird bei uns eigentlich fraktionsübergreifend groß geschrieben, vielleicht nicht von allen, aber von 95% der Fraktion.
Und deshalb wird es auch gut angenommen von den Bürgerinnen und Bürgern. Wir haben ein Förderprogramm auf den Weg gebracht und die 250.000 Euro waren innerhalb von 9 Monaten dann auch dementsprechend ausgeschöpft und angefordert. Zum Klimaschutz gehört aber auch die Nachtabschaltung, die wir im Frühjahr diesen Jahres wieder einführen werden. Nicht von 0 Uhr, sondern von 0.30 Uhr bis 5 Uhr. Am Wochenende bleibt die Beleuchtung durchgehend an und es sind auch viele Fragen gekommen, wenn irgendein Störfall in einem Ortsteil ist, kann man auf Knopfdruck per App dann auch den ganzen Ortsteil wieder erleuchten. Wir haben es schon geschafft in den vergangenen Jahren, unseren CO2-Ausstoß um 35% zu reduzieren, aber wir wollen noch mehr. Und noch mehr ging es natürlich auch, wenn wir den ÖPNV stärken. Das werden wir zum einen dadurch machen, dass wir am Bahnhof mit der Mobilitätsstation dann jetzt auch beginnen werden. Wir machen es aber auch dadurch, dass wir ab dem 01.01.2023 das 1-Euro-Ticket bei uns haben. Und jetzt muss ich ja sagen, die Idee war relativ einfach, 1 Euro für jede Fahrt, die Idee war 2016. Ich bin jetzt ja auch schon im 33. Jahr bei der Stadtverwaltung und meine mich so einigermaßen mit Verwaltungsvorgängen auskennen zu können. Das ist aber so lange dauert, von 2016 bis 2023 so etwas umzusetzen, das hat auch mich überrascht und ermüdet. Aber trotzdem bin ich froh, dass die Städte Delburg und Salzkopf so hartnäckig waren, dass wir jetzt für 1 Euro im Stadtgebiet fahren können. Nutzen Sie einfach das Angebot. Salzkopf wird eine Stadt bleiben, in der viel Neues realisiert wird, in der ein offenes Klima herrscht und in der sich Menschen geborgen fühlen. Eine Stadt, die für Lebensqualität in allen Bereichen steht und vielfältige Lebenschancen bietet. Tun wir also alles gemeinsam dafür, dass es auch für unsere kommenden Generationen so bleibt. Denn was 2023 so bringen wird, das können wir nur erahnen. Ich wünsche uns, dass wir in 2023 aus dem Krisenmodus herauskommen. Ich wünsche uns, dass wieder Friede in Europa einkehrt. Ich wünsche uns, dass die Kraft des versöhnenden Wortes stärker sein wird als die Sprache vernichtender Waffen und dass wir gemeinsam unsere schöne Salzstadt weiterentwickeln. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Wo wir alle hoffen, dass sich die Entscheidungsträger an Schillers-Oder an die Freude erinnern und wir ein friedlicheres neues Jahr 2023 erleben. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ein frohes neues Jahr 2023. Selzer TV wird unterstützt von Niggemeier, Treffpunkt Küche, Westenergie, Rewe, Apotheke am Salinenhof und Ratsapotheke im Heda Center, Moltec, Kaffeerösterei Benzlips und der Stadt Salzkotten.